Unsere kleine Reise beginnt an der Burg Kerak. Es ist eine der größten Kreuzritterburgen in der Region. Um 1140 begann der Bau der Burg. Die Burg ist für Besucher weitgehend zugänglich. Hier sind wir in der Küche. Das dürfte die Kochstelle gewesen sein. Und das hier war vielleicht das Spülbecken. Massive Gewölbe sollten wohl für die Ewigkeit sein. Die Burg wurde rasch ausgebaut und hatte in ihrer langen Geschichte verschiedene Besitzer. Um die Burg herum entstand der Ort Al-Karak. Dazu aber später noch. Schauen wir uns noch ein bisschen in der Burg um. Leider ist heute von der Burg weniger übrig, als übrig sein könnte. Denn bis 1918 haben die Einheimischen die Burg als Steinbruch missbraucht. Wahrscheinlich findet man in dem einen oder anderen Haus von Al-Karak den einen oder anderen Stein der Burg. Es ist eine sehr schöne Stadt. Wenn man hier rumläuft, ist es interessant für Sie. Eine orientalische Stadt. Sagt unser Reiseleiter und ich ergänze, Al-Karak hat heute 22.000 Einwohner und war früher einmal Hauptstadt eines Königreiches. Und das ist normal, dass hier ein Auto irgendwo falsch steht und die Straße sperrt. Das ist normal hier in Kerak. Al-Karak hat eine Geschichte schon mindestens bis zur Eisenzeit und war sehr, sehr wichtig in der Zeit der Moabiter. Die Stadt liegt ungefähr 140 Kilometer südlich von Amman an der Königsstraße nach Aqaba. Al-Karak ist eine große Stadt, wenn man die Fläche sieht, denn es gehören auch noch Industrieregionen dazu, es gibt eine Freihandelszone und, wie wir hier sehen, auch einen kleinen Vergnügungspark. Der Standort des einen oder anderen Gebäudes ist ziemlich atemberaubend. Jordanien ist ein Wüstenland, aber es gibt verschiedene Wüsten. Hier zum Beispiel ist es doch ziemlich sandig, an anderen Regionen von Jordanien findet man dann mehr Geröllwüsten, so dass es doch ziemlich interessant ist. Es gibt aber auch durchaus Regionen, die gute Vegetation aufweisen. Es wird nie uninteressant, wenn man durch das Land reist. Was kann man da machen gegen? Man kann nicht sie alle umbringen. Fast jeder Jordanier bei uns hat eine Waffe zu Hause, Pistole oder Maschinengewehr schon vorbereitet, schon geladen. Er kann es einfach so nehmen und sie alle erschießen damit, kaltblütig. Und? Unser Reiseleiter erklärte uns, wie gut die Jordanier vorbereitet sind, falls der Israeli plötzlich über die Grenze kommt. Dass der Israeli allerdings die Grenze übertritt, das ist wohl eher unwahrscheinlich. Denn Jordanien und Israel haben einen Friedensvertrag und es gibt auch gemeinsame Kooperationen. Zum Beispiel in Jordanien hilft Israel bei der Bewässerung der Wüste. Hier weicht die Wüste der Vegetation, und zwar ohne israelische Hilfe. Wir haben die Stadt Petra erreicht. Wollen Sie die Quelle sehen? Ja. Wir können dann hier Stopp machen, hier, da können Sie reingehen und sich dann diese Quelle anschauen. Ja, hier, wir gehen rein, ich werde Ihnen zeigen, die Mosesquelle. Bevor unsere Fahrt zu Ende geht, schauen wir uns noch schnell die Mosesquelle an.
Tja, und irgendwo da unten liegt das sagenumwobene Petra. Das ist allerdings schon wieder eine andere Geschichte.